In der Zeit im Bild 2 hat Armin Wolf die Journalistin und Nahostexpertin Gisela Dax interviewt und sie gefragt, ob aus dem Konflikt in Israel ein ausgewachsener Krieg werden könnte. Ja, das ist jetzt die große Frage. Man kann wirklich sagen, dass es jetzt in diesem Mai wirklich heilige Stätten und heilige Zeiten da sehr geballt aufeinander getroffen sind. Also der Ramadan findet statt, es fand die wichtigste religiöse Nacht vom Ramadan letzten Samstag statt. Am Montag hatte man den Jerusalem-Tag, an dem die Israelis die Wiedervereinigung der Stadt feiern. Am Mittwoch, Donnerstag ist der Eid al-Fitr, das Ende des Ramadans. Zuvor gab es in der Altstadt um die Al-Aqsa-Moschee immer wieder Zusammenstöße mit der Polizei. Und dann kann man auch noch weiter zurückgehen. Es gab TikToks vor ein paar Wochen schon, wo arabische Jugendliche auf ultraorthodoxe Jugendliche losgegangen sind und danach umgedreht. Also hat sich alles irgendwie so zugespitzt und zugeballt auf diesen Mai. Das gab es wirklich in dieser Geballtheit lange so nicht. Jetzt ist die große Frage, ob man tatsächlich jetzt bis übermorgen, also bis zum letzten Feiertag im Ramadan, die Sachen wieder einigermaßen beruhigen kann. Und das war jetzt vielleicht noch so der letzte große Showdown heute Abend. Das kann man eigentlich hoffen. Aber man weiß es nie genau, welche Dynamiken solche Konfrontationen am Ende entwickeln können. Ein Ausgangspunkt für den aktuellen Konflikt ist ja auch die geplante Delogierung von 13 palästinensischen Familien in Jerusalem, weil das Grundstück, auf dem ihre Häuser stehen, vor 1948 jüdische Besitzer hatte. Das wird jetzt nach einem 50 Jahre alten israelischen Gesetz zurückgegeben, das zwar für Juden gilt, nicht aber für palästinensische Familien, die damals im Unabhängigkeitskrieg ihren Besitz verloren haben. Dieses Gesetz wurde jetzt viele Jahre lang auf internationalen Druck hinauf nicht angewendet, jetzt aber wieder doch. Warum? Ich denke, das Ganze findet statt in einer größeren Konfrontation, auch einer politischen Konfrontation. Und die letzte israelische Regierung oder die ausgehende ist da sicherlich auf der härteren Seite. Das ist übrigens im Augenblick noch ein zusätzliches Vakuum, das gerade stattfindet. Man hat es bei diesen Zeiten gerade auf palästinensischer Seite mit abgesagten Wahlen zu tun und auf israelischer Seite eigentlich mit einer Übergangsregierung. Inwieweit heizt denn dieses politische Vakuum, diese Konfrontation noch an? Könnte das den Hardlinern auf beiden Seiten jetzt nützen? Naja, das ist auch eine interessante Sache, denn letztendlich hat die Absage von palästinensischen Wahlen die Hamas jetzt richtig aufs Parkett gebracht. Im Augenblick muss man jetzt schon sagen, also die Hamas führt gerade, also die Regie auf palästinensischer Seite hatte sich geeinigt, bei den Wahlen mitzumachen. Und dann hat der palästinensische Präsident eben ihnen quasi den Vorwand auch geliefert und gesagt, ja, in Ost-Jerusalem, da haben die Palästinenser Schwierigkeiten zu wählen. Die Palästinenser selber hätten das gerne trotzdem durchgezogen, die meisten der Palästinenser, diese Wahlen. Und die Hamas kann sich jetzt positionieren, um zu sagen, also wir haben das Sagen bei den Palästinensern und Mahmoud Abbas ist eigentlich gar nicht mehr wichtig und es ist auch ein Protest dagegen. Und auf israelischer Seite, das ist jetzt auch eine Frage, also mein Gefühl war eher, dass man die Polizei eher zu lange allein gelassen hat mit Entscheidungen und die Politik relativ spät reagiert hat. Also erst am Montag um 5 Uhr hat Premierminister Netanyahu beschlossen, dass man eben also diese Parade am Jerusalem-Tag nicht durch den kritischeren Teil der Altstadt gehen lässt, durch den muslimischen Teil, wie es ursprünglich geplant war. Inwieweit da jetzt ein Kalkül dahinter stecken könnte, zu sagen, jetzt soll es mal noch richtig donnern, dass vielleicht keine Regierung zustande kommt und es schon wieder Neuwahlen geben sollte. Da kann man hoffen nur, dass tatsächlich da also noch genug andere Leute im Sicherheitsbereich in Israel sitzen und eben damit über sowas entscheiden. Und man hatte das letzte Mal im Gaza-Krieg, der hat 50 Tage lang gedauert. Am Ende hat man dann eigentlich gesagt, ja, diese Errungenschaften oder dieses Ergebnis bei den Verhandlungen am Ende, das hätte man auch nach 3-4 Tagen schon bekommen können. Also ob man sich auf sowas Langes noch einmal jetzt einlässt, das hängt auch davon ab, ob jetzt weitere Raketen nach heute Abend von der Hamas fallen, ob sie Schaden angerichtet haben. Ich weiß das jetzt noch gar nicht, also das kann man hier noch nicht erfahren. Und dann muss man sehen, ob es noch zu einer weiteren Eskalation kommt oder sich vielleicht die Sachen tatsächlich wieder beruhigen innerhalb von 2-3 Tagen. Und dann wäre diese Runde vorbei, obwohl die nächste irgendwann dann wieder anfangen kann.